Münchberg. Mit knapp über 10.000 Einwohnern in 59 Ortsteilen ist sie die größte Stadt im Landkreis Hof, die, wie man gut erkennen kann, immer weiter wächst. Es ist, wenn man die Menschen befragt, gerade die Mischung aus urbanen und ländlichen Zügen, die sie derart reizvoll macht. Obwohl die Autobahn und eine Hauptstrecke der Deutschen Bahn direkt an ihr vorbeiführen, hat sich die Stadt im Zentrum einen Charakter erhalten, der beinahe wirkt wie eine Miniaturlandschaft. Dieses heutige Aussehen hat Münchberg einer bewegten Geschichte zu verdanken, die vor knapp 1000 Jahren begann. Katastrophen und glückliche Zufälle spielen darin eine ebenso große Rolle wie die unzähligen Geschichten und Anekdoten, die sich hinter den Mauern der Häuser verbergen. Und wenngleich wir nicht alles genauer betrachten können, werden wir versuchen, die wichtigsten Entwicklungslinien nachzuzeichnen, um am Ende herauszufinden, was Münchberg zu dem gemacht hat, das es heute ist. Hier am sogenannten Kreuzberg-Hohlweg, da beginnt unsere Reise durch die Münchberger Vergangenheit. Denn tatsächlich ist dieser Hohlweg, den Sie hinter mir sehen können, das älteste Relikt, was wir überhaupt noch in der Stadt haben. Schon lange Zeit, bevor die Region besiedelt worden ist, da sprechen wir vom 11. Jahrhundert, haben sich erste sogenannte Alt- oder auch Fernhandelsstraßen hindurchgezogen. Die haben beispielsweise Oberitalien mit der Nord- und Ostsee oder aber auch Nürnberg mit Eger verbunden. Dort, wo diese Wege an einem Abhang entlang gelaufen sind, haben sich die Räder beim Bremsen besonders tief in den Boden eingegraben und es sind sogenannte Hohlwege entstanden. Wenn du dann im Winter noch richtig Schnee oder Wasser reingekommen ist, durch Regen beispielsweise, dann haben sich diese Wege immer weiter eingegraben und am Ende teilweise eine Tiefe erreicht, wie die, die sie hinter mir erkennen können. Wir sprechen hier von knapp 8 Metern. Im Übrigen sind diese Altstraßen auch der Grund, warum Münchberg überhaupt existiert. Denn insbesondere da, wo die Wege beispielsweise auf natürliche Hindernisse getroffen sind, wie in unserem Fall die Pulschnitz, da musste man damals ab dem 11. Jahrhundert erste Befestigungsanlagen, sogenannte Turmhügel, errichten, um die Reisenden vor den berühmt-berüchtigten Hohlweglauerern zu schützen. Von einem solchen Turmhügel, der damals vom Thüringer Hildebrandus de Münchi Berge besetzt worden ist, leitet sich auch der Name der kleinen Siedlung ab, die um das Jahr 1000 unten in der Nähe einer kleinen Furt durch die Pulschnitz entstanden ist. Schon bald mussten die Siedler einsehen, dass ein Dorf direkt neben einem Bach nicht unbedingt nur Vorteile mit sich bringt. Es gab regelmäßige Überschwemmungen. Daher entschieden sie sich gut 200 Jahre später dazu, am nahegelegenen Hang noch einmal neu anzufangen. Es entstand ein Straßendorf, bei dem sich die Häuser links und rechts eines kleinen Marktplatzes entlangzogen. Und das Spannende ist, diese Struktur kann man bis heute in der Ludwigstraße erkennen. Was Sie hier sehen können, ist ein Modell, das die Stadt Münchberg ungefähr im 16. Jahrhundert zeigt. Die Stadtrechte selber hat Münchberg bereits 1364 von den Herren von Sparnig bekommen. Die wollten dort damit eine Art von Gegengewicht zu den ausgreifenden Städten der Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach etablieren. Leider hat es nicht so richtig geklappt. 1373 ist Münchberg an die Hohenzollern verkauft worden und trägt seitdem ebenfalls ihre Farben im Wappen, nämlich Schwarz und Silber. Seit dem 14. Jahrhundert ist Münchberg die Stadt des Textils. In jener Zeit haben sich die Menschen ausgehend von einer Klimakrise von der Landwirtschaft ab und der Handweberei zugewandt. Das bedeutet, in jener Epoche hört man auch das Klappern dieser martialischen Webstühle immer häufiger durch die Straßen halten. Ich sag's Ihnen, einfach war das ganz sicher nicht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Leute damals bis zu 14 Stunden an solchen Webstühlen gehockt waren, dann können Sie sich einigermaßen denken, wie schwierig das Leben in jener Zeit gewesen sein muss. Im ausgehenden Mittelalter war Münchberg bereits stark angewachsen und hatte sich nach Norden wie Süden ausgedehnt. Nach wie vor stellte der Marktplatz, die heutige Ludwigstraße, das Zentrum der Stadt dar. Am oberen Ende, kurz oberhalb des einstigen Stadttores, steht bis heute ein Gebäude, um das sich viele Legenden ranken.
ein Kapitel der Münchberger Vergangenheit, das wir bislang noch überhaupt nicht behandelt haben, das ist die Jagd nach den Münchberger Mönchen. Bis heute gibt es in der Stadt einige Leute, die steif und fest behaupten, wir stammen ja von den Mönchen an, was, wenn wir ganz ehrlich sind, grundsätzlich auch schwierig ist. Diese Legende kommt wahrscheinlich daher, dass man seit Jahrhunderten versucht hat, den Namen Münchberg durch Mönchsberg zu erklären. Und genauso lang hat man entsprechend natürlich auch noch der Abtei gesucht, die demnach im Ursprung Münchbergs versteckt sein soll. 1829 hat Karl Zapf in seinem Versuch der Geschichte der Stadt Münchberg zum ersten Mal die Theorie aufgebracht, dass es sich beim Siebenbrüderhaus, das ist das blaue Gebäude, was ihr hinter mir sehen könnt, in Wahrheit um das alte Kloster gehandelt haben soll. Denn woher sonst könnte der Name Siebenbrüderhaus denn stammen? 150 Jahre später konnte Karl Dietl das Rätsel letzten Endes lösen. Er hat nachgewiesen, dass das Siebenbrüderhaus keineswegs mit sieben Brüdern zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, dass sich der Name von den Siechenbrüdern ableitet, also von einer Art Seuchenhospital oder Quarantänestation. Bis heute können wir das Münchberger Kloster nicht belegen und insofern ist man sich in der Forschung mittlerweile einig, dass sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals eine Abtei hier in der Stadt befunden hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Geschichte von dem Mönch, die ist halt auch einfach zu schön. Und es ist der mittlerweile siebte Bau an dieser Stelle. Die anderen sechs Vorgänger, die sind großteils bei Stadtbränden verloren gegangen. Der direkte Vorgängerbau von ihr war eine wunderschöne Barockkirche nach den Plänen von Elias Lenz, die ab 1729 errichtet worden ist. Im Jahr 1837 ist auch diese Kirche einem verheerenden Stadtbrand zum Opfer gefallen und so hat man sich dann letzten Endes entschlossen, eine komplett neue neogotische Kirche an ihrer Stelle zu errichten. Dieses Jahr 1837 ist in der Münchberger Geschichte im Übrigen eines der wichtigsten überhaupt. Denn damals sind große Teile der nach wie vor mittelalterlichen Gebäudestruktur abgebrannt und man hat sich dazu entschlossen, am Reißbrett eine neue Stadt zu entwerfen. Dabei hat man sich am Residenzstil orientiert. Den hat Leo von Klenze damals in der Münchner Residenz eingeführt und insofern hat man sich tatsächlich in Münchberg auch gewagt, der Stadt München ein Stück weit Konkurrenz zu machen. Es ist gelungen. Bis heute gilt die Ludwigstraße als eines der schönsten Klenze-Ensembles außerhalb der bayerischen Landeshauptstadt. Münchberg hatte sein Gesicht damit ein letztes Mal komplett verändert. Das 19. Jahrhundert allerdings brachte noch mehr bahnbrechende Neuerungen mit sich. Aufgrund von der gut gehenden Baumwollweberei hat mich bei euch 1848 an ersten Eisenbahnanschluss gekriegt. Und das nicht allein an irgendeiner Stich- oder Nebenbahn, sondern an der Magistrale, an der Ludwig-Süd-Nordbahn von Lindau nach Hof. Hof war damals im Übrigen der mit Abstand wichtigste Bahnhof im Königreich Bayern, denn dodrüber hat man den Anschluss gehabt an das Netz der königlich-sächsischen Eisenbahn, die ganz, ganz elementar gewesen ist für den Import der dringend benötigten Kohle. Und damit begann auch in Münchberg die Industrialisierung, der Siegeszug des Dampfes. Knapp 20 Jahre nach der ersten Eisenbahnverbindung hat im Jahr 1868 die Färberei Knab und Lienhardt, die spätere Aktienfärberei, den Beginn der mechanischen Produktion in Münchberg begründet. Kurze Zeit später kamen dann auch schon die ersten mechanischen Webereien. Namen wie Friedrich Schödel, Johann Georg Schlegel, die Gebrüder Stöckel und Grimmler oder aber eben auch Johann Simon Fleißner haben Münchbergs Ruf in der Welt begründet und dazu beigetragen, dass sich das kleine Städtchen zu einem Industriestandort entwickeln konnte. Heutzutage ist davon leider nicht mehr allzu viel übrig, denn die große Zeit der Webereien ist mittlerweile vorbei. Aber dennoch schaut man drauf, dass man in Münchberg diese alte Industriekultur am Leben erhält. Vom Rohrbildturm aus, da hat man den mit Abstand schönsten Blick über Münchberg und das Wichtelgebirge.
Das einzige Problem bei der Sache ist, dass es ziemlich weit aufgeht. Deswegen würde ich sagen, Sie gehen derweil vor und ich mache mich einmal an den Aufstieg. Wir sehen uns gleich. Also, da links bin ich nicht mehr. Das merke ich mir jetzt. So, wenn Sie noch ein bisschen mehr zur Münchberger Geschichte erfahren wollen, dann schauen Sie gerne mal auf der Seite der Münchbürger vorbei oder aber auch auf der Seite des historischen Münchbergweges. Genauso freuen wir uns natürlich immer, wenn Sie uns vielleicht einmal auf einer Stadtführung begleiten. Ich wünsche Ihnen derweil einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich sehr, Sie irgendwann einmal persönlich in Münchberg begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut dabei und ade, servus.